So, jetzt mal kurz schauen nach der Rechnung. Brauchen wir noch? Und ich gehe mal schnell zum Guide. Herstellen. Also. Kanone, Kanonenkugel. Mal kurz an den Taschenrechner. Piratenhut, Piratenhemd. Hast du die Tür aufgemacht? Okay, 315 Titanerz brauchen wir noch. Ah, das ist ja nicht sehr wenig. Auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Ich habe jetzt eine Titanrüstung. Ich gebe dir jetzt noch den Rest von der Uri-Schalkos-Rüstung. Bitteschön. Beine haben dir ja noch Ja. gefehlt. Ja. Du hast da was mitgebracht. Weiß. Und dann würde ich Das sagen. ist Doppelgänger? Ja, das ist. Moment, ich muss das gerade mal kurz nachlesen, was der Z-Bonus ist hiervon. Z-Bonus: Werde immun nach dem Angriff auf einen Gegner. Also jedes Mal, nachdem ich einen Gegner getroffen habe, werde ich für einen Schlag immun. Glaube ich. Ich würde sagen, bevor wir jetzt Titan weiterfarmen, Flügel wären geil. Ah, ja, genau. Würden einiges vereinfachen. Und dazu müssen wir einfach nur hoch auf die fliegende Insel. Erstmal. Und farmen. Warten, bis die Gegner kommen und sie totschlagen. Und wie kommen wir da hin? Mit dem Seil. Ich lasse die Türen hinter mir mal offen. Ich habe immer die Angewohnheit, die Türen hinter mir zu schließen direkt. Also, und jetzt habe ich Drogen genommen. Man hätte natürlich auch unten rumgehen können, aber. Ich habe gedacht, das wäre jetzt extra, dass wir oben lang gegangen müssen, aber. Eigentlich nicht. Ach, das ist ein. Ja, habe ich schon vorausgedacht. Ach komm. Wegen der Blume können wir die Tür nicht aufmachen. Was ist das denn? Macht doch Sinn. Ja. Sind wir hoch genug? Ich hätte Steine mitnehmen sollen oder so. Hä? Stellen oder so mitnehmen sollen. Ich weiß nicht, ob alle Gegnerarten, die wir brauchen hier. Aber auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall müssen wir Harpyien töten, um die Federn zu bekommen. Okay. Und. Hast du jetzt die Feder gekriegt? Ja, eine habe ich. Gut. Und ich weiß nicht, es ist. Ich habe noch eine Insel, die noch weiter oben ist, links von uns. Da Kommen wir kommen da wir auch einfach jetzt. drauf? Nee, leider nicht. Höchstens, wir holen uns jetzt einen Gravitationstrank, jeder. Das ist ja vielleicht eine bessere Idee, weil die weiter oben ist, ist da eine höhere Chance, dass da auch die anderen Gegner spawnen. Ich werde sterben, wenn ich nicht rechtzeitig springe. Wegen deinem Grabstein geht die Tür nicht auf. Alter, was ein Spackendinge. So, bitteschön. Einer für dich, einer für mich. Und dann stellen wir uns direkt da so in die Nähe, dass wir nicht groß rummanövrieren müssen. Noch weiter nach links.
Noch weiter. Wir sind jetzt direkt runter. Okay, das heißt jetzt schlucken und W drücken. W? Oh lol. Nochmal W, um dann wieder umzudrehen. Also jetzt musst du um die Insel einmal rumfallen, so dass du dann auf der anderen Seite von der Insel drauf landen kannst. Du musst dir keine großen Sorgen machen. Ich musste sogar noch auf Fallschaden aufpassen, auch wenn es in die andere Richtung geht. Jo. Du musst auf jeden Fall aufpassen, hier ist Low Gravity. Merke ich. Dann töten wir Harpien und warten auf Wiffern. Die können allerdings ein bisschen gefährlich werden. Ja, haha. Ja, das ist er. Das ist einer. Jo. Boah, der hält aber auch aus. Ja. Da, Seelen des Flugs. Die brauchen wir nämlich. 5 Stück hat er direkt getroppt. Wir brauchen 20 pro Flügel. Also 40 Stück. Also, ja. Ich weiß halt nicht, ab welcher Höhe die wirklich spawnen. Deswegen bin ich jetzt mal hier sicherheitshalber hingegangen. Oh, der hat direkt 9 gedroppt. Das ist schön. Oh, lol. Ich sollte mal was trinken. Oh, fuck. Trink was. Ja, schon. Hab ich schon. Das ist ja das Problem. Okay, wir haben 24, also ungefähr die Hälfte. Das ist schon mal ganz guter Schnitt. Jetzt müssen wir auch genug Harpien erledigen. Wie viele Federn hast du? Ich habe eine. Ich habe 2. Wie viele brauchen wir pro Bogen? Ich glaube 10 oder 20. Ja, ich habe mein Spiel gerade in Fenstermodus. Ich muss ins Haus reingehen. 7 Stück nochmal. Ich würde sagen, wenn wir noch 2 Wiffer getötet haben, haben wir genug davon. Dann können wir nochmal runtergehen. Dann gehen wir zur anderen Insel für die Harpien. Dann kann ich vorher nochmal den Guide fragen, wie viel wir genau brauchen. Ich hasse mein Leben. Charles Sanders angekommen.
Jetzt aber. Oh, das ist natürlich optimal. Oh, oh no. Darauf war ich noch nicht vorbereitet. Ich auch nicht. Ich hab schon wieder einen Fenstermodus. Was? Oh, ich, was machst du denn? Ey, ich will im Fenstermodus spielen. Ich komme hin wieder oben auf die Leiste drauf und ziehe das Fenster halt ziemlich klein. Bleiben wir nochmal hier für einen letzten Lindwurm, dann gehen wir runter. Was hast du denn da getrunken? Nix. Hier, nimm mal die hier lieber. Ja, ich habe nur die kleinen, die schwachen, die habe ich von Anfang an. Ich muss nochmal neue craften, große. Einen habe ich gefunden. Feder. Man muss aber schon sagen, du bist bis jetzt der Einzige, du hast die fliegende Insel hier mit deinen Grabsteinen locker geclaimed. Also ja, aber ich habe ja noch die Agro. Ja gut, dann baue ich immer noch was. Quatsch. Das war schlecht, sehr schlechte Idee, dein Haus zu bauen. Hatte ich früher mal gemacht, ein Haus hier oben gebaut. Da kannte ich den Hardmod und die Lindwürmer noch nicht. Das war eine Überraschung. ich habe übrigens auch noch 3 Seelen der Nacht, falls dir das irgendwas sagt. Oh ja, gib's mal bitte her. Sehr gut, Seelen der Nacht haben wir dann auch schon. Ich würde sagen, wir können eigentlich zum Guide gehen. So, hier hast du mal eine Seele des Flugs. Also, jetzt kann ich dir das auch genau sagen. Es gibt Engelsflügel, Dämonenflügel, Feenflügel, Harpienflügel, Schmetterlingsflügel, Knochenflügel, Flammenflügel, gefrorene Flügel, Fledermausflügel, Bienenflügel, ramponierte Feenflügel, schaurige Flügel, Geisterflügel, Käferflügel und Hoverboard. Hoverboard? What the fuck? Ja, aber da kommen wir noch nicht dran. Dazu fehlen uns die Pilzmietbaren. Pilzmiet machen. Ja, die müssen wir dann später aus dem Pilzbiom da rechts machen. Was interessiert dich denn so am meisten? Feuerflügel. Feuerflügel, dazu brauchen wir 20 Seelen des Flugs, haben wir, und eine Feuerfeder. Die muss man in der Hölle farmen bei den Dämonen. Okay. Eine riesige Harpienfeder wäre geil, dann könnte ich mir die Harpienflügel machen. Das heißt, du brauchst eigentlich nur da unten die Feuerfeder. Du brauchst auch keine normalen Federn dann, wenn du die haben willst. Hä? Nimmer? Wenn du die Feuerflügel haben willst, brauchst du keine normalen Harpienfedern. Dann brauchst du nur die eine Feuerfeder aus der Hölle. Ach, sehr gut. Das heißt, du kannst den Gang da runter gehen und da die fliegenden Dämonen ein bisschen farmen. Und ich werde die Insel hochgehen. Die fliegende Insel, und hoffen, dass eine große Harpienfeder für mich gedroppt wird. Dann bekommst du die Feuerflügel und ich die Harpienflügel. Na dann, good luck. Gut, warte, ich muss noch kurz eine Nachricht schreiben.